Bros hier. Heute zeigen wir euch, wie wir hier die Xenon-Brenner an einem Audi A3 8P wechseln. Bevor wir jetzt die tauschen, möchten wir euch jetzt genauere Details zu dem Xenon-Brenner sagen, welche Bauarten es gibt, Sockel und welche Bedeutung die Bezeichnung jetzt hier zum Beispiel D1S hat, D2S, mit welchen Spannungen wir arbeiten und ja, sehen wir weiter. So, wir haben jetzt hier die D1S-Brenner, sprich die Xenon-Birnen besitzen ein integriertes Zündteil. Dann gibt es halt noch die Modelle D2, die bestehen aus nur Brenner und Sockel, D3 und D4 ebenfalls nur aus einem Sockel, aber die haben kein Quecksilber in sich. So eine Xenon-Birne hat eine Betriebsstundendauer von 2000 Stunden gegenüber einer Halogenbirne mit durchschnittlich 450 Stunden ist die halt schon weit besser. Die D1-Birnen arbeiten mit einer Spannung von 85 Volt, die D2S arbeiten ebenfalls mit 85 Volt, D3 und D4S-Sockelbirnen, also Xenon-Brenner, arbeiten mit 42 Volt. So, hier hinten dran kann man ganz gut erkennen, da steht halt D1S, D1C. Es gibt dann D1S, D2S, D2R, D3S und D4S. Jetzt ist die Frage, was bedeutet der Buchstabe da? Der D steht für Discharge, bedeutet von Englisch auf Deutsch übersetzt Entladung. Die Ziffer neben dran kennzeichnet die Version von dem Sockel. Und der Buchstabe bedeutet Brenner mit klarem Glaskolben. Es gibt dann halt auch diese Modelle D2R. Da haben die den Buchstaben R am Schluss und das sind dann Brenner, die lichtundurchlässigen Sockel haben. So, nun werden wir die an dem A3 verbauen. So, beim A3 8P haben wir jetzt die Möglichkeit, es gibt drei Möglichkeiten. Entweder man baut den Scheinwerfer aus, dazu muss aber dann die Stoßstange ab. Oder man bricht sich die Finger mit einem Hammer und quetscht sich dann hier hinten hinter Karosserie und Scheinwerfer. Wir gehen dann aber hin, heben das Fahrzeug hoch, beziehungsweise bocken das Fahrzeug gegebenenfalls mit einem Wagenheber auf und lösen dann die Radhausschrauben, den vorderen Teil, können den dann zur Seite legen und können dann von unten schön an den Scheinwerfer ran und dort ordentlich die Xenon-Brenner ausbauen. So, wir schrauben jetzt erstmal beide Räder runter. Wir lösen jetzt hier die obere Radhausschale, dazu dann hier die Torx-Schrauben aufschrauben. Das müsste dann ausreichen, dass wir dann hier die Radhausschale einfach zur Seite etwas legen. So.
fange jetzt schon direkt an den Scheinwerfer dran. Dann können wir jetzt hier die Spange aufmachen und den Deckel abnehmen. Xenon-Brenner sitzt jetzt da hinten im Scheinwerfer, ist mit zwei Spangen befestigt. Es ist zu empfehlen, die Batterie abzuklemmen, da eventuell Hochspannung jetzt hier noch an dem Brenner liegen könnte, muss nicht. Es reicht auch vollkommen aus, wenn man erstmal die Zündung aussteckt, beziehungsweise Zündung ausstellt und dann halt mal kurz wartet. Bevor wir jetzt die Spangen da lösen, gehen wir hin und müssen dann den Stecker da unten von dem Brenner abziehen, dann die Klammern heraushebeln, einfach zusammen gleichzeitig oder ein nach dem anderen nach innen drücken, die Spange nach oben klappen und dann können wir den Xenon-Brenner herausnehmen. So, jetzt hier den Stecker mit einem Flachschraubendreher einfach aushängen. Dann die Spangen hier nach innen ziehen. Die Finger machen. Und schon können wir dann den Xenon-Brenner da herausnehmen. Jetzt haben wir den Glaskolben, da kann man auch ganz deutlich sehen, dass hier auch eine Verbrennung nicht mehr stattfindet, da hier das Innenleben defekt ist. Gut, jetzt kommt der Einbau. So, am besten, wie gesagt, alle beide Seiten austauschen, weil die eine Xenon-Birne hat dann ja schon genug Betriebsstunden auf sich und es kann sich dann drauf auswirken, da man unterschiedliche Farbtemperatur dann hat. Wir empfehlen dann immer, alle beide gleichzeitig auszutauschen. Den Glaskolben bzw. den Brenner da vorsichtig nochmal in die Führung hineinsetzen. Dann die Spannfeder nochmal anbringen. Und dann zuletzt dann nochmal den Stecker aufsetzen. Den Deckel befestigen und dann die Radhausschale wieder festschrauben. Auf der Beifahrerseite dasselbe Spiel. Die Radhausschale hier ebenfalls abschrauben bis zur Hälfte. Nur die obere, das untere Stück hier ist nicht nötig abzuschrauben komplett. Sind die Schrauben ab, können wir dann hier ebenfalls die Radhausschale bis zur Hälfte rausziehen und können dann hier auch auf den Scheinwerfer sehen, das Kabel zur Seite drücken, Deckel abnehmen und schon können wir hier ebenfalls das den Xenon-Brenner schauen. Da dasselbe Spiel. Erst den Stecker abmachen und dann an. So. Ich sag, die beiden Spangen da eher nach innen drücken, den Stecker abnehmen und dann können wir hier den Xenon-Brenner herausnehmen. So, mit dem Flachschraubendreher dann hier wieder den Stecker abnehmen.
Klammer. Und dann denkst du den Brenner rausnehmen. Der Xenobrenner ist jetzt noch funktionsfähig. Legen wir jetzt einfach nur mal als Ersatz zur Seite. Tauschen den aber auch aus. Hier erfolgt dann der Einbau wie auf der Fahrerseite und im Schnelldurchlauf. Den Strom nochmal und wenn alles korrekt ist, funktioniert dann alles soweit. Ich hoffe, unser kurzes Video konnte euch helfen. Abonniert unseren YouTube-Channel, folgt uns auf Instagram, auf Facebook sind wir auch unterwegs. Sollten Fragen zum Ablauf vorhanden sein, uns einfach anschreiben. Ansonsten sage ich bis ein nächstes Mal.